So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von Infracta und ich bin in die Fokker 2. Warum mit Fokker 1? Weil Fokker 1 nicht für den PC erschien, sondern für zum Beispiel den Amiga. Da kann ich euch quasi nur Fokker 2 zeigen, bis ich einen Emulator mir vielleicht organisiere. Mal gucken, ob ich sowas im Netz finde. Wie auch immer, erstmal Fokker 2 jetzt. Und das ist jetzt auch das letzte Spiel, das ich in dieser Runde zeigen werde für das Infracta Games Archiv. Danach kommen jetzt nur noch eine Handvoll Medieval 2 Mods und dann ist die Runde zu Ende. Finde ich irgendwie ganz passend, dass so ein Klassiker jetzt am Ende der Runde kommt. Der war eigentlich auch gar nicht geplant in dieser Runde. Gut, Planung ist eh immer so eine Sache bei mir, aber was Spiele angeht, meistens ist es dann dieses, das müsste man eigentlich auch mal zeigen. Also ganz oft läuft es aber auch über, eben wie hier bei Fokker 2, über das Teamspeak mit den Jungs vom Orden. Und wir haben hier ein, zwei Oldschool-Zocker dabei, die auch so alte Spiele immer noch schätzen und auch ganz gern von Zeit zu Zeit noch spielen. Und er hatte mir dann letztens gesagt, er spielt gerade mit seinem Bruder zusammen Fokker 2 und hat mir dann nachts einen Screenshot gezeigt. Also nachts irgendwann kam hier so ein Bild, hat mir zugeschickt, wo er seinen Bildschirm fotografiert hat. Da wusste ich nicht, was er spielt. Er hat nur gepostet, rat mal, was ich gerade spiele. Und ich habe halt drauf geguckt und ich habe ist nicht sofort erkannt, gebe ich ehrlich zu. Das war halt die Landkarte hier aus Fokker 2. Ich habe erst so ein bisschen schon in mich gehen müssen. Ich habe so ein bisschen gerätselt. Ich wusste sofort, es ist irgendein deutsches Handelssimulationsspiel, weil die Karte kannte ich ja noch. Ich konnte nur nicht sofort den Finger drauflegen. Aber dann ist es mir nach, glaube ich, irgendwie 15 Sekunden oder so eingefallen, dass es Fokker 2 sein muss. Ja, ich bin gut, gell, ja. Und wenn es mal irgendwann sowas wie wer wird Millionär mit Fragen zu Games-Geschichte und Games gibt, dann werde ich da mal antreten, glaube ich. Wie auch immer, auf jeden Fall hat er mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, Fokker 2 nehmen wir noch in diese Runde noch dazu, damit ich das noch gezeigt habe. Er ist auch einer von denen, die halt immer sagen, so hier, Monty, du musst auch viel mehr ältere Spiele ins Infracta Games Archiv mal bringen. Habe ich ja eh vor, ja, aber der immer sagt so, ja, du hast proportional, hast einfach viel zu viele neue Spiele drin. Neue Spiele ist quasi alles nach 2005. So, also Fokker 2 jetzt. Ein neues Spiel beginnen. Aufträge. Wie schwierig sollen eure Aufträge sein? Machen wir mal leicht. Ja, ich habe das ewig nicht gespielt. Spielerzahl. Einer. Das ist übrigens eines von den Spielen, die konnte man deshalb eher mit seinem Bruder. Die sitzen da zu zweit vorm PC. Ja, und dann sind die immer abwechselnd dran. Ich bin natürlich der Mongo. Ja, na. So. Geht nicht. Zu lang. Heute bin ich ja nur der Monty. Ich bin männlich. Das letzte Mal, wo ich nachgeguckt habe, war das noch so. Ich bin zwar Atheist, aber in dem Fall, bevor man Papist ist, ist man besser ein Protestant. Blau. Hotkey. Okay. Ihr habt eine Niederlassung in Kronsbach geerbt. Mögen Sie euch, ja. Auftrag. So, das ist jetzt ein witziges Feature bei Fokker 2. Es erfüllt nämlich zwei Aufgaben. Zum einen stellt man sich jetzt selbst quasi ein Spielziel, indem man sein Handbuch aufschlägt und nachguckt. Und dann kann man sagen, okay, das ist aber auch abhängig davon, also ich habe jetzt leicht genommen Spiel, dann muss ich jetzt in dieser Tabelle gucken und der leichte Spielauftrag. Und gebe da jetzt meine Geheimnummer ein. Das ist also zum einen ist es jetzt so ein Spielziel-Ding, auf der anderen Seite ist es damit auch in gewisser Weise eine Art Kopierschutz gewesen. Ja, also ohne dieses Handbuch, also ohne diese Auftragskarte, hat man halt einfach im Prinzip keinen Zugang zum Spiel gekriegt. So, ich nehme jetzt den Auftrag, dass ich 50.000 Gulden, Kronen, Gedöns, Münzen einsacken will. Wohlan, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jawohl. Weil, wenn jetzt theoretisch wäre es ermöglicht, dass jemand, der das nicht hat, einfach irgendwelche Zahlen da eingibt. Früher oder später trifft er vielleicht sogar auch eine Zahlenkombination mit einem Auftrag. Aber er weiß ja gar nicht, was für einen Auftrag er hat, weil das wird im Spiel gesagt. Das heißt, er könnte einfach ewig spielen und könnte vielleicht seinen Auftrag niemals erfüllen. Also eigentlich gar nicht so dumm, diese Art von Kopierschutz. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Auf, weiter geht's. Weil bei dem Spiel jetzt auch wieder die DOS-Box ein bisschen am Rumfrickele ist. Also ich habe es ja beim Sound gemerkt. Der hat sich da beim Intro so einen abgestottert. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Auf! Mach hinne! Aber jetzt Masch!
Oh Mann, jetzt habe ich das extra nochmal neu gestartet, weil ich dachte, das hätte sich aufgehängt. Aber hatte sich das gar nicht aufgehängt. Ich hätte einfach nur die rechte Maustaste klicken müssen. Na egal. War jetzt nicht keine große Arbeit, die ich bis jetzt geleistet habe. Ich habe das einfach nochmal genau gleich eingegeben. Diesmal habe ich aber eine Niederlassung woanders da gekriegt. Aber das hätte sich völlig wurscht. So, ich habe 750 Taler, wir haben das Jahr 1600 und ich habe kein Amt, ich habe keine Söldner. Genau, das ist unsere Karte. Hier bewegen wir uns hin und her. Hey, ich bin evangelisch, ich brauche keinen Ablass kaufen. Ich spiele gegen den Volkmar. Aha. Ich sitze in Lauenburg. So. Fisch mit 6 Arbeitern in 2 Booten. Boah, ist das lange her. Ich habe einen Kachen und ich habe 15 Lager, oder? Genau, 15 Quadratmeter. Ich habe kein Schiff. Und ich habe keinen Ballon. Was ich eine ziemlich lustige Idee von dem Spiel übrigens finde. Weil ich schon damals fand. So. Zur Information: 2500 Einwohner, ist ziemlich reich. Lohnniveau ist normal. Man produziert hauptsächlich Fisch, Wein. Das dürfte, keine Ahnung, mehr sein. Kräuter? Wurscht. Wahrscheinlich eher Farbpflanzen oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr genau. Also in Foger 2 ist es halt so, zum einen geht es natürlich darum, weil es auch Handel, man soll Sachen herstellen, die verkauft man, also man handelt und erwirbt sich Reichtum und mit dem Reichtum, das ist eben der zweite Schritt, kauft man sich ein in die Gesellschaft, indem man besticht, indem man sich Privilegien erkauft, also Bürgerrechte und Wohnsitz etc. Und dann fängt man an zu intrigieren, indem man eben in Amt und Würden gelangen will. Ja, das berühmte Hinterzimmer. Geld zum Fenster hinauswerfen.
Also eigentlich ist das Wichtigste am Anfang erstmal der Handel, aber den kriege ich, den muss ich erstmal wieder auf die Reihe kriegen. Ja, das kann ich mir doch gar nicht leisten. Ging das nochmal? Das sind die Optionen. Genau, das sind die Provinzen. Bergenhöhen, Auental, Moring und in Fürstenbrück, Waldenfels. Wir wollen jetzt ja gar nicht bestechen. Eigentlich würde ich gerne handeln, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Im Prinzip müsste ich jetzt, habe ich ja einen Auftrag erteilt. Ah, wie ging das nochmal? Jetzt müsste Abend sein, also nicht Nacht, sondern Abend sein und der Clankamerad müsste online sein, dann könnte ich ihn nochmal direkt anhauen, dann könnte er eigentlich quasi live sich reinschalten in die Aufnahme und könnte mir nochmal erklären, wie ich was mache. Das ist so lange her. Boah, ich bin gerade echt überfordert. Thema, ich muss nur die Runde beenden. Sehr gut. Wow, cool, wir haben 124 Fisch gefangen. Jetzt müssen wir das natürlich verscheuern. Ich weiß gar nicht, kann ich da was hin exportieren? Oder kann ich erstmal nur in meiner eigenen Stadt was verkaufen? Ah, man kann es nur in der eigenen Stadt verkaufen. Cool, ich darf mich Bürger nennen. Dankeschön. Oh. Du musst Kirchenzehnt und Verkaufssteuern zahlen. Okay. Macht mir gar nichts. Ja? Ich muss mich erstmal aufbauen. Dann hau ich den aus dem Amt. Sehr gut. Sehr gut. Shit. Mein Lager war zu klein. Mein Lager vergrößern.
feiert Wüste Orgien, hervorragend. Wir steigen jetzt mal auf Holz kurz um, weil ich glaube, dass der Preis von Fisch, also der Holzpreis steht halt besser. Na toll, Schulturm. Toll, ich werde angeklagt, warum? Ich habe gar keinen Ablassbrief gekauft. Hey, die Infrakte Orte sind gar keine Stadt, sind ja ganz stadtbekannt. Genau, so sieht es nämlich aus. Na, die Bestechung hat viel gebracht, hä? Aber das merke ich mir, das kommt ins schwarze Buch, mein Freund. Dankeschön. Wir müssen aber trotzdem ein bisschen vorsichtiger sein, dass ich mich nicht ständig verschulde. Das ist nicht so gut. Lieber dann nicht so viel produzieren und langsamer wachsen. Außerdem brauche ich einen neuen Karren bei Gelegenheit. Oh, sehr schön. Der steigt aber auch zügig auf.
Oh, Licht der Heide. Gut, dass ich nicht Licht der Heide bin. Schlecht, na toll. Trotzdem ist der Preis für Holz immer noch besser als für Fisch. Trotzdem wechseln wir mal auf Fisch, das scheint mir sicher jetzt auch im Moment zu sein. Ja, der Wallenstein, der alte Schofsäckel. Da. Na toll. Ich brauche wieder ein größeres Lager. So. Was ich hier schon verschenkt habe, weil das Lager zu klein war. Oh! Eine Versteigerung. Die Ratsherren Lauenburg, aber ich will mein Geld lieber ausgeben, um mich noch zu verstärken, bevor ich anfange, mich in die Politik einzumischen und jemanden zu bestechen. Oh, sehr schön. Dann wechseln wir jetzt wieder zum Holz. Eine Burg. Landsitzen, Landhaus. Ja, haben wir noch nicht die Kohle. Müssen wir noch ein bisschen Runde wechseln machen. Nein. Warum soll ich mir in Lichter Heide denn eine Hütte kaufen wollen? Tja, so mit Fürstenbrück. Tja, wir steuern langsam auf den Dreißigjährigen Krieg zu. Also Holz ist irgendwie nicht so der Burner, huh? Ja, aber so langsam kommen wir ein bisschen zur Kohle. Jetzt kaufen wir uns trotzdem mal ein bisschen was, weil den Teufel wahllose Karte. Da haben wir keine Kohle.
Nee, wir machen noch ein bisschen. Mann. Sehr schön. Der Kepler. Trotzdem wird es sehr langsam. Wir haben jetzt mehr Lagerraum als vorher, wo ich relativ günstig so gekriegt habe. Ja, macht doch nichts. Ich kaufe mir schon was. Im Moment wohne ich halt quasi in meinem Konto. Ich muss mir aber bald, glaube ich, Gedanken machen über Lagervergrößerung wieder. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder ins Minus kommen, aber das macht erstmal nichts. Ja. Hier setzt so wenig Arbeiter da ein. Ah, das Verhältnis von Arbeiter zu Wald ist schlecht, okay. Was? Gar nichts. Hier landet die Protestantische Union angeschlossen. Oh, wir müssen jetzt aber aufpassen, dass ich nicht wieder im Schulturm lande. Super. Och nee. 4 Quadratmeter wieder verloren. Schulturm. Sieht ganz gut aus. Die Bestechung hat soweit funktioniert, wenn ich das richtig sehe. Ja. Dankeschön. Da verliere ich nämlich kein Jahr und kann wieder mehr Kohle machen. Sehr schön, wieder eine Versteigerung. Ich interessiere mich für die Ämter im Moment nicht. Ich will einfach nur durch die Bestechung und die Verspekulation, für die ich gar nichts kann, voll runtergerissen. Oh, das machen wir mal geschmeidig. So, da haben wir ein bisschen mehr Spiel. Oh, das war schon wieder knapp. Mal geholfen beim Gartenbau. Steigerung. Ein Greifenheim. Ein Tauchboot. Ich brauche kein Tauchboot, dankeschön. Nein. Das ist gut. Preis für Holz sinkt aber auch zunehmend. Wobei, wenn man halt höher steigt in Amt und Würden, desto hochqualitativere Produkte darf man halt herstellen. Ich glaube, wir wechseln trotzdem mal wieder zum Fisch.
ein Mortal. Soll der Volk mal doch aufsteigen? Habt ihr jetzt mal aus den Füßen? Ja, aber Holz bringt einfach mehr. Ich habe neuen Gegenspieler. Zu viel habe ich jetzt. Nein. Ein Waldstein gibt's solche. Na toll. Ich würde aber sagen, ich setze jetzt meinen Cut und ich sehe euch hier wieder in der nächsten Runde. Das dauert nicht sonst hier zu lange. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschö.